Gute, hallo und herzlich willkommen zurück zu World of Warships in einem weiteren Spiel aus der Season, einem gewetteten Gefecht also. Und da sehen wir ein ziemlich gutes Matchmaking, wie ich finde. Wir sind hier also komplett im 7er Bereich unterwegs. Wir haben eine einigermaßen ausgeglichene Schiffsaufstellung, würde ich mal sagen. Ein Schlachtschiffen genau 1 zu 1, ein bisschen unterschiedlich bei den Kreuzern und beim Zerstörer, aber hey, ich denke, das ist okay. Da haben wir schon weit Schlechteres gesehen. Das ist also vollkommen in Ordnung. Und ja, wir werden jetzt mal schauen, inwieweit wir uns hier mit unserer Colorado nutzbringend am Spiel beteiligen können. Ja, die Colorado selbst, Schlachtschiff. United States Navy Stufe 7 und interessanterweise, naja gut, das habe ich erst viel später gemacht. Ich habe hier die super tolle Schadensbegrenzungshinaus, aber Heal habe ich nur Standard mit dabei. Das ist einfach so ein bisschen aus Kostengründen, weil ich mir seinerzeit noch nicht zugetraut habe, auf Tier 7 so viel Schaden zu machen, dass sich's dann auch finanziell lohnt. Dieses Premium Consumable. Given out. Was? Was habe ich da geschrieben? Given our spawn. What the fuck? Ach so! Bevorzuge A im Blick auf unseren Spawnpunkt. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Genau. Aber generell ist das Heal, das Premium Heal zu empfehlen. Sollte man eigentlich schon mitnehmen und in der Regel auf Tier 7 wird es in der Regel auch noch ausreichen, um da finanziell einen Gewinn mitzunehmen. Was ich mich immer frage, ist, wie die hier auf diesen Türmen, diese lustigen Flak-Batterien, das haben die deutschen Schiffe ja auch, Tirpitz oder Bismarck, die haben da Flak-Feeling draufstehen, wie das eigentlich funktionieren soll. Ich meine, da kriegst du doch einen absoluten Hass, wenn du da. Munition, du musst ja irgendwie Munition hinbekommen und die ist irgendwo im Schiffskörper gelagert. Da kannst du hier nirgendwo rein, dann musst du da hinten zu den Aufbauten rennen, da rein, den Stuff holen. Da wirst du ja wahnsinnig. Also ist das wirklich effizientes? Ich weiß nicht. Teilweise hast du ja dann auch noch hier so Flakgeschütze, die mitten im Gasdruckbereich der Artillerie stehen. Also das heißt, wenn die Dinger hier schießen, ich weiß nicht, da musst du doch sterben. Das ist. Oh. Naja. Aber gut, scheint seinerzeit funktioniert zu haben. Ist ja irgendwie auch relativ verbreitet, das Ganze. Gut. Ja, also gegnerische Team hat sich für A entschieden. Unser Team per, weiß ich nicht, Mehrheitsbeschluss, per Fakten schaffen für B. Und jetzt haben wir mal schauen, dass wir uns irgendwie in der Mitte treffen. Darauf läuft es ja dann in der Regel hinaus und da vielleicht sogar irgendwie eine ganz gute Figur machen. Ein bisschen Problem bei der Colorado ist immer die Geschwindigkeit. Ihr seht das ja hier. So wirklich schnell ist anders. Ah, wir haben jetzt ein bisschen das Problem mit dem Bügel. Ist ja an sich optimal, ne? Also wir haben hier die volle Breitseite. Wenn wir hier schießen würden, hätten wir ein bisschen Glück beim RNG vorausgesetzt. Eine sehr gute Chance, auch einen guten Schaden zu verursachen. Aber ja, gut. Hat halt tatsächlich nicht ganz gepasst. Was dafür nach meinem ja, Erfahrungsschatz ganz gut ist bei dem Schiff, sind die Kanonen. Das ist auf der Stufe durchaus okay. Das geht mitunter auch eine Stufe höher. Ja, und die Panzerung. Und dann schauen wir mal. Hier könnten wir den ersten Treffer erzielen. Haben wir auch geschafft, aber nur 1240. Sehr überschaubarer Schaden im Endeffekt. Ja, hätten wir mal ein bisschen gewartet, dann hätten wir jetzt die Miyoko beschießen können in einer ungleich besseren Position. Es lohnt sich also, einen Blick auf die Minimap zu werfen. Da bekommt man wichtige Informationen. Nächster Versuch. Und es sieht auch nicht so schlecht aus. Hier jetzt durchaus ordentlicher Schaden. Das kann man so stehen lassen, 7000. Kann ich mitleben. Absolut in Ordnung. So, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Der Schorsch da hinten, den würde ich natürlich gerne beschießen, bin ich aber noch ein bisschen zu weit weg.
Und der Rest ist erst so ein bisschen am Ablaufen. Ja, die Persepolla dreht sich jetzt wieder. Ja, und die hat natürlich keine wirkliche ernstzunehmende Panzerung, was auch ein Problem sein kann, weil die Granaten mit Mitte dann einfach durchfliegen. Hier nicht ganz sauber gezielt, beziehungsweise er hat sich weiter gedreht. Sodass die Granaten dann da also hier schön in die Butnik geflogen sind. Ja, okay, schade, aber es ist halt so, ne? Jetzt hält er an. So, eigentlich müsste ich auf die Pensacola schießen. Die Anzeige des Zielkreuzes kann hier irrig sein. Das bitte nicht zu wörtlich nehmen. Ist halt dadurch, dass es ein Replay ist. Da kommen die Granaten, aber die Rückwärtsbewegung und den Winkel unterschätzt. Demzufolge kein guter Treffer. Schade, weil es eine sehr gute Gelegenheit gewesen wäre. Angewinkelt sind wir auch ganz gut. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ja, und jetzt. Jetzt geht er zu. Wahrscheinlich wäre das der Moment gewesen, wo er beschleunigt hätte. Sah für mich schon danach aus, als würde er nach vorne fahren wollen. Wir werden jetzt stattdessen die Nagato beschießen. Boah, 4000-Euro-Schein, das ist, denke ich, auch in Ordnung. Wenn man sich das mal so insgesamt anguckt, dann haben wir erst einmal einen Nachteil, weil unsere Pensacola schon rausgegangen ist. Aber wir haben dafür schon einen ganz guten Schaden beim Gegner verursacht. Allerdings auch bei unseren Schiffen. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe den Gegner im Moment schon vorne. Aua. Das war eine üble Schelle. Eine Breitseite. Ja, noch das wieder nicht wirklich schön. Und jetzt hier natürlich auf das Spitzenschiff. Da freuen sich alle Gegner drüber. Es ist ein bisschen merkwürdig, was sie da drüben machen. Ich komme nie so ganz damit zurecht, wenn irgendjemand anfängt, stehen zu bleiben oder zurückzufahren oder sowas. Das irritiert mich immer fälligst. Und hier haben wir wieder einen dicken, fetten Treffer abbekommen. Dieses Mal ins Heck, interessanterweise. Das ist das, was ich eben eigentlich nochmal thematisieren wollte. Das war eigentlich ein bisschen zu früh repariert. Ich meine, dass wir jetzt hier früher oder später dann aus der Sicht rausgehen, wenn wir hinter der Insel sind, okay. Aber dafür ist einfach zu früh auf den Knopf gedrückt worden. Man muss es positiv sehen. Feuer lässt sich wegheilen. Das heißt, es bleibt im Rahmen. Ja, da ist er jetzt auch nicht mehr sichtbar, klasse. Problem ist natürlich jetzt auch, durch die Flammen sind wir noch extra gut sichtbar. Er ist ein bisschen schade, weil wir waren sehr viele gute, nutzbare Gelegenheiten, die leider nicht so wirklich nutzbringend verwendet worden sind von mir hier. Das ist wirklich schade. Aber hey, das Gegnerteam hat auch schon ein bisschen gelitten. Man muss es irgendwie positiv sehen. Also mit dem Zerstörer ist halt auch eigentlich ein großes Thema, weil Zerstörer, die sind generell wichtig, aber ich finde sie gerade hier besonders wichtig. Weil es hier ja einfach so wenig Schiffe gibt und man braucht einfach. Sehr schön, endlich mal einen Zitadellentreffer. Endlich mal eine gute Gelegenheit auch wirklich genutzt. Aber zum Thema Zerstörer, ich finde sie ja einfach insofern wirklich wichtig, weil sie scouten, weil es so wenig Schiffe gibt, weil man einfach diese Sicht irgendwo braucht, finde ich. Und das fehlt halt einfach dann. Lässt sich auch nicht wirklich ersetzen. Oh, ich muss niesen. Okay. So, jetzt konnte ich nicht mal kommentieren, wie ich den Josh da hinten zersägelt habe. Ne, auch ein klassischer Fall von Gelegenheit gesehen, Gelegenheit genutzt. Dieses Mal, denke ich, alles gepasst. Gegner hat Freiseite gezeigt, entsprechend vorgehalten, richtiger Zielpunkt. Und ja, das ist dann hier auch sehr, sehr
schön belohnt worden. Zu Recht auch, wie ich finde. Und da sieht man vielleicht auch, dass abgesehen vom Können, was bei mir hier sicherlich in diesem Spiel das eine oder andere Mal gefehlt hat, natürlich dann auch das Glück eine gewisse Rolle spielt. Immer. Gerade bei Schlachtschiffen auch. Thema Streuung, das ist ja immer sowas. Damit sich ein Schlachtschiff sehr, sehr stark auseinandersetzen muss. Und so weiter und so fort. Tja, Nagato werden wir wohl nicht verschießen können. Ich hoffe immer noch, dass sie sich so ein bisschen vortraut, aber... Wenn sie jetzt mal auf Verdacht suchen. Ich schaue da gerade noch ein bisschen hoch, ob man irgendwie was sieht, wo er hinfährt, wie schnell er ist und so weiter. Ungefähr einen Zielpunkt zu bekommen. Aber, ja, okay, er dreht sich jetzt auch weg. Dieser eine Treffer, der ist eigentlich schon mehr, als man da noch erwarten konnte. Ja, und so langsam wird es dann weniger da drüben im gegnerischen Team. Wir haben überhaupt nur noch die Miyoko, keine Ahnung, wo die eigentlich ist. Lange nicht mehr gesehen. Die hier, die wird irgendwo da hinten im Nebel sein, angesichts dieser ganzen Torpedos dort. Die ist noch Full HP und der Rest sieht mehr oder weniger schlecht aus. Oh, wir waren in der Mitte irgendwo. Und dann die ganzen Torpedos her. Auch hier wieder gleiches Prinzip. Die Pensacola war ein bisschen angewinkelt, aber das reicht natürlich lange nicht aus, um sich hier vor so einer kompletten Salve zu schützen. Und ja, da wird mir ein Aimbot unterstellt. Ich würde mal sagen, angesichts dessen, wie ich hier zu Beginn des Spiels geschossen habe, kann man das getrost ignorieren. Ja, und da wird sich über das Team aufgeregt. Auch das natürlich Klassiker. Hat wahrscheinlich auch schon jeder mal gemacht. Vielleicht nicht unbedingt in diesem Spiel, aber eventuell in einem anderen. Das ist halt, das ist einfach ein Klassiker. Ich meine, es stimmt auch nicht unbedingt immer, aber es gibt schon Spiele, die wirklich irgendwie, ne? Man hat irgendwie alles richtig gemacht, so gefühlt. Alles gegeben, Schaden verursacht, getan und gemacht und ja, im Endeffekt hat es trotzdem nicht gereicht, weil man einfach nur mit Kartoffeln unterwegs war. Solche Spiele gibt's. So, das könnte schon eine der letzten Salven in diesem Spiel sein. Ihr seht das, die Nagato, die wird jetzt sehr bald sterben und wir nähern uns dann doch hart den 1000 Punkten und haben das Spiel damit gewonnen. Ich denke mal nicht, dass wir A noch kriegen werden. Aber es war auf jeden Fall mit drei ausgeschalteten gegnerischen Schiffen, den vier Zitadellentreffern, dann am Ende des Tages doch ein schönes Spiel. Insgesamt, habt ihr das eben gesehen? Da war kurz, oder ist noch irgendwie, ja, ein Schiff zu sehen, das ich eigentlich gar nicht sehen sollte. Die Miyoko nämlich, ich nehme mal an, der wird sich jetzt einfach verstecken und darauf warten, dass die Zeit abläuft. Was ehrlicherweise auch nicht der dümmste Plan ist in der aktuellen Spielsituation. Wenn er jetzt am Schießen ist, da kann er eigentlich nur noch verlieren. Okay, er kommt wirklich raus. Das hätte ich nicht erwartet. Dann zeigt er auch wieder sehr viel Breitseite. Aber bevor unsere Granaten da ihr Ziel finden können, ist das Spiel vorbei. Oh lala, da habe ich was vergessen. Entschuldigung, das wollen wir gleich mal nachkorrigieren. Fuck you. Jetzt will er das nicht anzeigen. Nö. Also ich habe vergessen, vorher das Bild einzubinden. Und im laufenden Betrieb wäre jetzt irgendwie nicht mehr. Schade. Ja gut, dann lese ich es einfach kurz vor. Also es waren insgesamt 79.000 Schaden, die 4 Zitadellentreffer, wir haben einen vernichtenden Schlag, 260.000 Öcken mitgenommen und 2.550 XP mit nach Hause genommen, was, denke ich, sehr ordentlich ist, wenn man bedenkt, dass es eben nur ein gewertetes Gefecht war und kein Zufallsgefecht. So, ja, Entschuldigung, dass ich euch die Statistik am Ende nicht zeigen konnte. Mein Fehler. Ich hoffe, gefallen hat es euch trotzdem. Und ja, das war's. Ciao, ciao.